Hallo Leute und willkommen zurück bei, ich wollte schon sagen, bei Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ja, denn das ist auch gleich eine sehr gute Überleitung, denn ich habe gestern und heute so ein bisschen Plants vs. Zombies Garden Warfare aufgenommen. Das Let's Play dazu werdet ihr gleich sehen, also das wird wahrscheinlich noch heute onkommen, sogar sehr wahrscheinlich. Den Link dazu ist in der Videobeschreibung oder können wir hier auch nochmal ein Bild verlinken. Oben links, sagen wir, die verlinken wir oben links, oder? Ja, aber jetzt sind wir erstmal bei HZ, bei Hero Zero. Und aber sowas von. Frage Nummer 1, wie sieht's aus mit deinem Level? Letzte Woche warst du Level 209. Ich bin Man in Purple gerade. Man in Purple. Apropos, ich habe gesehen, dass die ersten Top 5 echt nur Man in Black Anzüge haben. Genau, von Man in Purple zu Man in Black. Wir dachten nämlich eigentlich, da kommen wir noch dazu, weil es heute ist ja... Oder es ist ja St. Patrick's Wochenende, der St. Patrick's Day ist. Echt? Am, das wusste ich gar nicht. Ja, am Montag. Echt? Ich wusste auch nicht, ich musste nachschauen. Aber die ersten fünf haben hier alle, also die ersten fünf Ära haben hier alle Man in Black. Also das schon krass. Man in Black Virus scheint zu krass. Und danach Zorro, ja, man kann sich vorstellen, also um ganz oben hochzuspielen, ist es echt schlimm, man braucht unbedingt so ein Set. Das ist allerdings krass. Auf jeden Fall, ich wollte auch anmerken, ich habe auch fast das ganze Set schon. Oh, ich tatsächlich? Noch zwei Gegenstände. Wow, ich bin so stolz, ja, stolz, ja. Nicht schlecht, finde ich. Oh, warte mal, wir können direkt mal einen Sonnensatz tryen, vielleicht schaffen wir den. Okay. Ich schaffe vielleicht den hier. Spezial. Oh, da hänge ich fest. Endlos. Da hänge ich endlos. Oh, der wäre ja cool. Der wäre ja sehr wollen cool. Wir? Okay. Zwei Donuts? Try it. Eins, zwei, try it. Oh, ich verliere die ganze Zeit nur so knapp. Versuch noch einen. Bitte. Noch einen. Weil ich muss gut zu ihm reden. Diesmal schaffst du es nicht. Weil ich könnte mir auch mal 50er Booster hier holen. Dann könnte ich es schaffen. Hallo, aber sowas von. Aber auf jeden Fall. Na, sieht doch schon ganz anders aus. Aber ich glaube, er zieht jetzt ja auch mit, oder? Verändern sich seine Fähigkeiten jetzt nicht auch? Verdammt! Nee, gar nicht. Okay, nochmal. Du bist ganz nah dran. Du bist so nah dran. Ja, endlos. Yeah, Baby. Ja. Sehr gut. Das war endlos, deswegen kriege ich keine Belohnung. Oh, endlich. Aber was gibt's? Toller Gürtel. How much is it? Plus 3 war's. Ja, ist doch geil. Cool. Ja, war Intuition. Schön, schön. Das ist doch ein guter Anfang. Und von Purple zu Green, nämlich zum St. Patrick's Day. Wir hatten es ja schon angekündigt. Ja. Hero Zero hat es ja angekündigt. Und wir haben so gut wie niemanden gefunden, der irgendwas anhat. Die einzigen beiden Sachen, die wir gefunden haben. Einmal den Cyber aus unserem Team. Der wird später auch gleich noch eine Rolle spielen. Der hat nämlich, ich hoffe, er hat ihn noch auf, den St. Patrick's Hut in Grün. Oder den gleichen Gürtel wie du, Cyber Hero, yeah! Ja, und ansonsten, ganz ehrlich, ach, schon mal her, was er in seiner Beschreibung hat. Oh. 17 Uhr, Hank vs. Cyber, ultimativer Kampf. Hank, ich bin bereit. Ach, wie geil, genau, wir wollen nämlich, ach, wie cool. Wir haben nämlich ausgemacht, dass wir jetzt da nämlich einen Kampf machen, Cyber Hero vs. Hank. Da kommen wir aber noch dazu. Dann können wir dich einfach mal anschauen. Zum St. Patrick's Day. Wenn ihr, Leute, St. Patrick's Items habt, schreibt das gerne in die Kommentare, weil wir haben original nichts gefunden. Doch, ich habe noch etwas gefunden. Du hast noch was gefunden? Da muss ich ganz kurz in meine Freundesliste hier unten. Okay. Ja, ihr seht meine Freundesliste. Was hast du noch gefunden? Die Dame hier war das. Sie hatte den Anzug. Was ist das? Wow, okay. Seemöwe. Sieht. Was hat sie denn? Sie hat den Anzug hier. Ach, das ist ja Chef, okay. Das ist halt so ein Rock bei dem weiblichen Charakter und beim männlichen ist wahrscheinlich so ein Anzug zum Tanzen. Okay. Schön. Das finde ich aber ziemlich cool, muss ich sagen. Übrigens, okay. Was ich sehr krass finde am St. Patrick's Day, werden teilweise ganze Flüsse grün gefärbt. Stimmt, das haben wir auch gerade eben bei Wikipedia gesehen. Übrigens, wie viele denken, wenn ich einfach nur irgendwas erwähne, kriegen wir die ganze Zeit Geld für sowas. Hey, wie kommt man auf sowas? Wir haben es Wikipedia erwähnt. Jetzt denkt bestimmt irgendjemand, wir kriegen dafür Geld. Nee, das glaube ich nicht, weil Wikipedia hat nämlich selber zu wenig Geld und bittet immer um Spenden. Wenn ihr spenden wollt, spendet für Wikipedia. Oh, okay. Hank, einfach so tiefgründig. Einfach beste Folge ever. Ja, das war für das Feuilleton. Okay, darf ich dich mal angucken? Mister, Sister, du darfst mich angucken, weil die Frage ist ja, habe ich überhaupt eine Chance gegen Cyber Hero? Oh, ihr habt den gleichen Helm übrigens. Wir haben den gleichen Hut auf. Du hast und ich würde sagen, wollen wir mal umschalten? Ja, wir schauen mal. Wir doggen uns mal hier aus. Und die Donuts müssen wir gleich überschreiben bei ihm, weil er hat doch ein paar mehr Donuts noch. Ja, meine ganzen Spenden-Donuts. Okay, dann loggen wir uns hier mal aus und sind gleich wieder da. Okay. Bis gleich. So, hier sieht man nochmal dich. Wir sind bei dir drin.
This is Mr. Hank. Und dann Mr. wollen Rank. Wir doch mal schauen. Cyber Hero hat gesagt, fordere mich doch mal zum Kampf raus. Wir wollen doch mal sehen, wer hier besser ist. Wow, Alter, der hat aber nochmal ordentlich hier. Und er hat hier nur 25er Booster. Ja, ja. Okay, wollen wir? Ich glaube, das wird eine ziemlich. Ich drück drauf, Kiste. Ich drück auf den Knopf. Lass mal ganz kurz schauen. Okay, pass mal übrigens, auf. Er hat. Lieber Herr Cyber Hero, bester Begleitername ever. Einfach. Ihr müsst wissen, Cyber Hero, bester Mann. Muss ich einfach mal im Video gesagt haben. Bester Mann, Cyber Hero, ey. Niesen der Affen-YouTuber. Also, wie sieht's denn aus? Ich habe deutlich mehr Kraft, was aber nicht so wichtig sein wird. Ich habe deutlich mehr Kondi, was hoffentlich am Ende den Unterschied machen wird. Ich glaube ja nicht. Und wir sind bei Krips in etwa gleich, aber ich habe einen ziemlichen Nachteil bei Intuition. Und hat er sein Affe steht auf, warte mal. 30. Boah, das könnte echt knapp werden. Darf ich? Aber wir sind ja nicht zum Quatschen, sondern zum Kämpfen. Ja, los geht's. Okay. Oh, du weißt okay, aus? Ich bin ausgewichen. Sehr, sehr gut. Gut gemacht, Hank. Braver Rang. Also ich sehe gerade, dass der Cyber Hero auch die Mega-Fähigkeit, dass er den letzten Treffer überlebt. Ach, hat er? Okay. Ja. Das könnte natürlich jetzt... Ich habe mal gegen jemanden gekämpft, der hat tatsächlich mit einem KP überlebt, aber nicht durch diese Fähigkeit. Okay. Muss ich mal anmerken. Also bisher sieht er gut. Ja, aber jetzt kommt er aber ganz Dr. gewaltig. Cyber. Jetzt kommt er aber ganz gewaltig. Jetzt muss er nur einmal ausweichen, dann bin ich nämlich original Mr. Lost. Aber... Ja! Aber... Ich bin für Cyber Hero in diesem Kampf. Sorry, Hank, hallo? Aber... Komm jetzt, komm rein. Ausweichen! Oh, Jesus, ja. No! Oh! No! 17! Was ist denn das? Was ist denn das? 17 HP! Alter, das war ein verdammt knapper Kampf. Okay, pass auf. Rematch? Es gibt ein Rematch. Es gibt ein Rematch. Es gibt ein Rematch. Übrigens, kleine Info, ich klicke hier gerade. Ja. Okay. Es gibt ein Rematch. Okay. Jetzt! Nochmal eins, knapper denn knapp und jetzt gibt's ein Rematch. Jetzt bin Go, ich Cyber Hero! Mann. Go, Nielsen! Wir sind gerade so konzentriert, wir können das nicht kommentieren. Nein. Och nee. Och nee, das kann doch nicht sein. Nein. Oh Mann. Nein. Ja! Oh, Alter! Komm mal, nicht nochmal ausweichen. Bitte nicht noch. Oh, das wird ja nochmal richtig knapp. Oh, Jesus! Das gibt es nicht, oder? Alter, ich fass es. Nein! Boah! Da war ja zweimal sowas von mega knapp. Alter Schalter. Aber es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich habe ihn ungern gewonnen, aber. Kann man ungern. Wenn ihr übrigens Lust habt und wenn wir in etwa gleiche Skills sind, ihr mit Luke oder mit Hank, dann fordert uns gerne zum Kampf rauf. Wir zeigen es dann gerne. Und gerne zeigen wir auch. Oh, du hast hier ja diesen tollen Topf. Hab ich den? Ja, aber der bringt ja wenig. Aber oder? Topf voll Gold. Du hast ihn ja gar nicht gesagt, das Ding gibt. Ja. Wenn du kannst ja mal einmal blättern. Vielleicht kriegen wir irgendwas Geiles. Gar nichts, ne? Nothing at all. Ist überhaupt gar nichts Ordentliches dabei, ne? No. Komm, nochmal, ein einziges Mal. Ach, Mensch, wenn man es aber auch mal braucht, ne? Ich gehe jetzt rein. Ja, auf jeden Fall. Übrigens, ganz kleiner Tipp. Mich hat mal jemand gefragt, wann lohnt es sich denn tatsächlich zu blättern? Zu Epics. Also, blättern lohnt sich eigentlich wirklich intensiv erst ab Level 100. Was würdest du sagen? Ja, muss man sagen, man muss richtig ordentlich hochgelevelt sein, weil sonst hat man nur Minus-Items. Aber jemand, der sehr, sehr viele Plus-Items hat, den stellen wir jetzt nämlich vor. Er hat uns nämlich nett angeschrieben und hat uns gefragt, das ist der Gamer Bro for Life und den zeigen wir euch jetzt. So, bei dem Namen ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Er heißt The Bro Gamer for Life. The Bro Gamer Bro, ich hoffe, du verzeihst es mir. Ich hatte mir den Namen leider falsch gemerkt. Ich werde ihn aber jetzt nie mehr vergessen. Okay, ziemlich coole, weil auch sehr selten ist gelungen, denn es gibt eigentlich kaum so Player. Ausgewogene. Genau, diese Ausgewogene. Ja, schön. Das ist ja wollen wir mal die Heldentaten anschauen, wie viel Prozent. Das können wir ab jetzt auch immer Können wir machen. Oh, das ist gut. Ja, finde ich auch. Das ist schön. Für das Level ist es ziemlich gut. Spielt der mit Donuts? Lass mal sehen. 500 ja. Vernascht, ja. Er spielt ein bisschen mit Donuts. Hank, die sind ja Donut-Nascher sehr sympathisch. Ne? Ich mag Donut-Nascher in der Tat. Wie heißt seine Katze? Wie heißt seine Katze? Seine Katze heißt? Siam. Die Siam-Katze Siam. Nicht schlecht. Ich habe die gleiche. Sein Team ist Destiny 42. Schön.
Not bad. Und drücken, um Beschreibung zu lesen. Stolz darauf, ein Brony zu sein. Ein Bro, Brony, whatever a Brony ist. Ich weiß es auch nicht. Ein Brony zu sein. Forever Destiny 42. Brony, Brogamer, wenn du uns siehst, wir hoffen, die Vorstellung hat dir gefallen. Yippie-ki-yay. Bist extrem gut geskillt, wie mit dem Gramm genau abgewogen. Wir grüßen dich und dein Team und wünschen dir viel Spaß und Erfolg. Schön, und wenn dass du einen 50er Booster bei Fähigkeiten hast. Oh ja, ich bin stolz auf dich. Finde ich auch sehr gut. Wenn ihr auch vorgestellt werden wollt, schreibt uns, ihr braucht irgendwas Besonderes. Schreibt uns entweder nett an oder habt irgendeine tolle Skillung oder einen Begleiter, den sonst noch keiner auf einem bestimmten Level hat. Oder. Jeden Begleiter gibt es schon auf Level 30, sorry. Ja, irgendwann wird es einen neuen Begleiter geben und dann wird irgendjemand den zuerst auf Level 30 haben. Ja, aber es wird dann jemand wie Be Happy sein. Whatever. Wir sagen auch heute wieder, danke fürs Zuschauen. Ja, und liken, kommentieren, abonnieren, wie immer. Zeigt es euren Haustieren. Und wenn ihr ein Pferd habt, zeigt es auf jeden Fall dem. Ist sehr lecker für Pferde, diese Folge. Ja, muss man. Und wenn ihr kein Pferd habt, übrigens fremden Pferden zeigen. Das kommt bestimmt gut an. Naja, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Bye, bye. Bye.